The Yorker Guy fragt, und ich muss mich bei dir bedanken, weil du immer sehr viele gute Fragen stellst: Wie stehe ich zur Preispolitik von Nintendo in Bezug auf die Nintendo Switch? Bevor ich anfange, ich muss ganz eindeutig sagen, meine Meinungen sind von Jim Sterling und Total Biscuit beeinflusst. Die habe ich in letzter Zeit sehr häufig geguckt. Normalerweise habe ich ja früher gesagt, ich halte mich von allem fern und werde meine eigene Meinung bilden und das wiedergeben, ohne sie beeinflusst zu haben. Dadurch, dass ich jetzt recht viel geguckt habe, ist die Meinung beeinflusst, also das im Kopf behalten. Ich muss sagen, ich stimme zu, was die beiden sagen. Und zwar, die Konsole selber ist ein okayer Preis, ist ein fairer Preis. Die Peripherie ist ein bisschen teuer, gerade das Dock, was ja irgendwie anscheinend nichts ist, absolut gar nichts ist, außer einen Connector mit vielleicht noch zwei Ventilatoren drin. Das für 90 Euro oder 90 Dollar ist es ja, ist doch übertrieben. Eine Sache, die mich verwundert, die ich nicht verstehe, ist, es gibt ja so ein bisschen, sag ich mal, die Aufruhr darüber, dass es so wenig Speicherplatz nur gibt. Nintendo sagt, ja, ihr könnt ja einfach SD-Karten nachstecken. Warum verkauft Nintendo nicht Memory Cards ähnliche SD-Karten, die sie herstellen, beziehungsweise die sie lizenziert herstellen lassen, wo wir alle uns sicher sein können, dass diese SD-Karten genügend Speicherplatz haben, genügend schnelle Schreib- und Lesfähigkeit haben, dass diese, wie früher die Memory Cards, genügend ausreichen, um ein gutes Videospiel abspielen lassen zu können. Das ist ein merkwürdiger Satz, aber macht Sinn. Warum ist das so? Warum vertraut Nintendo da auf Dritthersteller, die sie nicht kontrollieren können, aber gleichzeitig verkaufen sie Peripherie für extrem teuer? Also ich denke, da ist in irgendeiner Form irgendwo in irgendeinem Marketing-Department, in irgendeinem Management-Department was falsch gelaufen, denn man könnte die Peripherie für günstiger anbieten oder für, sag ich mal, einen fairen Preis. Also gerade das Dock, da wird es sicherlich sofort Dritthersteller geben, die das Ding für 20 Euro verkaufen und immer noch eine Riesenmarge haben. Und gleichzeitig könnte man bei den Memory Cards 2 Euro drauflegen und sagen, die Dinger sind extrem gut, extrem teuer. Und sind ja auch so wie die eigentlichen Game Cartridges, diese Game Cards, glaube ich, heißen sie, die Nintendo produziert, sind ja SD-Karten, die speziell für Nintendo und von Nintendo gemacht sind, sogar, glaube ich, auch gecopyrighted sind, gepatentiert sind. Warum machen sie das nicht mit den SD-Karten, die das Ding erweitern können vom Speicherplatz her, frage ich mich. Also, die Preispolitik, Nintendo hat interessante Ideen, was diese Preispolitik angeht. Ich denke, sie wird, und ich zitiere hier wieder Jim Sterling und Total Biscuit, es wird letztendlich am Ende zurückkommen und sie beißen. Denn die Peripherie, gerade das Dock und den Pro-Controller für so viel Geld zu verkaufen, für einen wahrgenommenen extrem hohen Preis, der wesentlich über der Produktionskosten liegt, das dürfte problematisch werden, denn eine Konsole an sich wird sich nur dann gut verkaufen, wenn das Gesamtpaket gut aussieht. Also wenn ich jetzt sage, einen Switch, was ja davon leben wird, dass ich es rausnehme und woanders hingehe, sehe ich schon perfekt, ich spiele im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher, jetzt kommt die Freundin, wer auch immer, und möchte Fernsehen gucken, und dann nehme ich den Switch halt mit, steck's bei mir auf dem kleinen Fernseher im Nebenzimmer ein, auf dem Monitor ein und spiele da weiter, dann will ich ein zweites Dock haben, das kostet 90 Euro, kaufe ich mir nicht, ist viel zu viel. Also die ganze Idee der Nintendo Switch stirbt eigentlich schon an wie teuer die Peripherie ist. Finde ich schade. Finde ich dumm. Also ich persönlich muss sagen, ich habe in meinem Gedanken immer eine Preispolitik, die eigentlich unter dem liegt, was man nehmen könnte. Man verkauft sich günstiger in der Hoffnung, dass es mehr Leute kaufen. Natürlich günstiger im Sinne von immer noch überhalb der Produktionskosten, man will keinen Verlust haben, aber man verkauft mit einer geringen Marge, damit man mehr Leute hat, die es kaufen. Nintendo ist kein Apple. Nintendo kann nicht was Billiges für extrem teuer verkaufen. Das hat das Image nicht, es hat die Fans nicht. Das Nintendo ist für Kinder gemacht, zumindest in unserer Wahrnehmung. Das wird nicht, letztendlich wird es nicht gut sein für sie, diese Preispolitik an extrem teurer Peripherie zu fahren. Meine Meinung. Also, ich bin mal gespannt, was du für eine hast, was ihr für eine habt. Wie gesagt, meine ist recht beeinflusst, aber ja durchaus, schätze ich mal, legitim. Vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen.
Ich sehe euch beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.